ganz im Hintergrund. Das Publikum hier bei uns im Studio in Hamburg freut sich schon auf die Könner, die jetzt versuchen, ihnen den Ärger über Socken, Manschettenknöpfe und andere unnütze Geschenke zu vertreiben und ein bisschen Spaß zu machen mit gutem Essen. Hier sind die Stars der Sendung: Cornelia Poletto, Alfons Schubeck, Alexander Herrmann, Horst Lichter und Tim Mälzer. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja. Ist noch was drin vom Kopf? Ist noch was? Ist doch noch einer. Meine ich doch. Hey, Alfons. Ach ja. Da. Na, ihr habt ja ein bisschen. Ich hoffe, Sie haben ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Ja? Super. Geschenke, alles in Ordnung, viel Spaß und ruhige Zeit im Kreise der Familie. Jeder 3 Kilo zu viel drauf. Aber bitte noch nicht aufhören mit dem Essen, weil die guten Vorsätze, damit fangen wir ja erst an, ab 1. Januar. Wir begrüßen erstmal Alfons Schubeck. Herzlich willkommen, Alfons. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Alfons, Fachjargon und der weiße Riese, hat sich heute in die Mitte gedrängt, obwohl er uns die Vorspeise macht. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hab hier, was hast du da drüben für ein Problem? Das dauert länger. Also. Das, ja. Du hast ja die Hose bügeln oder was? Nein, aber ich weiß nicht, ob es tot ist. Ja, achso, dann lieber nochmal drauf. Alfons macht uns eine Vorspeise und die heißt Currysuppe mit zweierlei Linsen und Lammfilet mit Kaffeegewürz. Mm. Naja. Ja. Erst einmal probieren. Heute ist es sehr schön. Wenn Sie das essen möchten, dann müssen Sie das jetzt auf Ihrer Karte ankreuzen. Ja, dann werden Sie bedient gleich anschließend. Genau. Eine Currysuppe mit zweierlei Linsen. Das ist also sozusagen die Basis. Was ist der Unterschied, außer jetzt der farbliche? Die sind geschält. Ja. Da ist außen die Haut hier unten. Und da gibt es ja diese Beluga-Linsen, Berglinsen. Ja. Und die sind noch jetzt im... Nein, die haben wir schon weg, doch, die anderen. Da wollte man da noch zeigen. Ja. Und da muss man aufpassen, dass man... Linsen, das ist ja eine... Das macht der Lehrling. Nein, die kannst du auch so kaufen. Ja, gut. Aber das Problem ist, dass in der Schale immer die wichtigen Inhaltsstoffe sind. Mhm. Und da die Linse, das eine der höchstwertigen, also so hochwertiges Eiweiß hat, mhm, und sehr viel Folsäure, sollte man die Schale drauflassen. Okay, Linsen gut in der Schwangerschaft, da braucht es doch Folsäure. Ja, da braucht es alles. Gut für die Blutbildung, fürs Herz. Ja. Ja. Für alles ist gut, fürs Hirnkastel. Ja? Ja, wenn du es hast, ist wichtig. Ja, Currysuppe, zweierlei Linsen, Lammfilet, Kaffeegewürz, das klingt schon für mich wie ein ganzes Gericht und nicht wie eine Vorspeise. Naja, ich habe mir auch gedacht, wenn ich es zusammengestellt habe, was bringe ich jetzt noch unter, aber da an Silvester, Linsen bringen Glück. Ja. Und früher hat man ja in so kleine Sackerl Linsen reingegeben, hat die verschickt und das sollte zeigen, dass jede einzelne Linse eine Münze bringt. Also, wenn du jemand Mengen hast, wenn du mal eher Mengen hast oder zu ihr sagst du, ich möchte, dass du richtig reich wirst, hast du dir einen Sackerl Linsen geschenkt. Deswegen hat er mir auch welche geschenkt für meinen. Ja genau, ich habe dir ganze Schüssel voll geschenkt. Alfons, jetzt verstehe ich das. Ja, das kann ein schönes Jahr werden dann für euch. Also haben wir es früher gemacht. Ja. Heutzutage kann man die Linsen direkt bei Alfons kaufen, das bringt ihm ordentlich was in den Sackerl. Naja, mit Linsen noch nicht so, aber mit Linsen noch nicht so. Nicht so leicht wäre. Ja. Was ist Kaffeegewürz? Also ich habe eine Vorstellung, wonach es riechen oder schmecken sollte. Also ich habe jetzt, nur Kaffee gemahlen, habe ein bisschen hab Kardamom reingegeben, habe Zimt reingegeben, habe Piment reingegeben, ein bisschen Nelke, schwarzen Pfeffer und Vanille. Also es ist eine Mischung. Und dann ein bisschen Salz. Mhm, probier mal. Darf ich so? Ja, unbedingt. Das geht wunderbar auf Lamm, das geht auch wunderbar auf Schweinefleisch. Und dann kannst du das auch auf Kalbfleisch oder auf Wild geben. Und du gell? Benutzt es einfach nur wie ein Gewürz, also spät rein? Oder das heißt, ich würde es vorher schon ein bisschen. Ich brate jetzt diese Lammfilet ganz kurz an, ja, ohne Salz. Und dann, wenn ich sehe, aha, die wären jetzt soweit, dann gebe ich ein bisschen das Kaffeegewürz. Ich habe da ein bisschen Zucker reingegeben, dann karamellisiert das mit dem Lammfilet und dann schmeckt das gut. Und wenn ich es angeschnitten habe, gebe ich oben nochmal ein bisschen von dem Ding drauf. Und Lamm mit dem Kaffeegewürz ist richtig, wenn wir in Bayern sagen, eine geile Nummer. Ja. Das weißt du. Das kann man nur bestätigen. Ist auch in Franken so. Ja? Aus dem Bezirk von Bayern. Franken, ja. Bayern. Na gut, ihr habt jetzt einen fränkischen Ministerpräsidenten. Also, ja, also müssen wir alles nicht mehr, wie es mal war. Schön, dass du hier bist. Danke. Und ein herzliches Willkommen gilt auch und besonders Cornelia Poletto. Zampone,
con lentique. Ja, sehr gut. Lentique. Als hättest du es nie anders gelernt. Ja, ich habe es aber hier stehen. Insofern ist jetzt für mich nicht so schwer. Zampone con lentique. Und das ist nichts anderes als ein Schweinefuß. Genau, das ist ein gefüllter Schweinefuß. Den gibt es auch tatsächlich schon so fertig zu kaufen. Mhm. Der wird jetzt nur ein bisschen angestochen, gefüllt mit Schweinebacke. Du kleine Schweinebacke. Du kleine Schweinebacke. Darf ich, war nicht, das hat sie ja, zu mir gesagt, das war nur ein Zitat. Gab es nicht Schweinebacke mal, hieß nicht bei Dr. Doolittle, der Assistent, der immer mit dem Boot gefahren ist? Schweinebacke. Schweinebacke? Wissen Sie auch nicht? Nee. Bruce Willis war mal Schweinebacke? Ich glaube, da bringen Sie was durcheinander. Yippie-Aye, stirb langsam. Yippie-Aye, Schweinebacke. Okay, was Sie alles wissen, wäre nicht zu glauben. Dr. Doolittle. Okay, wir googeln das mal schnell. Ja? Mhm. Und dann dementieren wir oder bestätigen. Jedenfalls ist das in Italien etwas, was wirklich zu Silvester gegessen wird. Ja. Deswegen habe ich es mitgebracht. Und genauso wie bei Alfons, Linsen bringen halt Glück. Und deswegen essen die Italiener das auch klassisch mit Linsen. Lenticchie. Und da ich ja aus der Sterneküche komme, habe ich gesagt, ich muss das irgendwie noch ein bisschen aufpeppen. Und dann werden die Linsen nachher abgeschmeckt mit ein bisschen Alpenbalsamico und ein ganz bisschen Trüffelvinaigrette und Trüffel geht dazu. Ja, okay. Jetzt für Vegetarier ist es nichts, kann man sagen. Nein. Okay. Also gibt auch keine vegetarische Variante von dem. Nee, das ist irgendwie, wüsste ich auch nicht so recht wie. Sag mir nur mal, das ist ja vermutlich was nicht besonders Teures vom Schwein. Nein, überhaupt nicht. Aber das ist der Beleg dafür, dass eben längst nicht immer Filet sein muss, sondern dass im Grunde weite Teile des Tieres zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Einspart, das kann man dann dafür mit der Trüffel wieder gut machen. Und okay, kann ich einfach zum Metzger gehen und sagen, ich hätte gerne einen Fuß? Also ich hätte gerne einen Schweinefuß, dann wird der sagen, seien Sie froh mit dem, den Sie haben. Ja? Aber, die Schweinebacke. Ja, gut, das ist. Das hat so ein Metzger immer da? Hier in Deutschland leider nicht, in Italien ja. Okay, vor allen Dingen in der Zeit. Okay, kann man vorbestellen und bringt Glück. Und ich habe hier jetzt einfach nur ein bisschen Brühe. Mhm. Ist da schon einer drin? Ja, einen habe ich schon mal so, damit nichts schief geht. Ja. Was ist das da? Also es ist jetzt kein Diätgericht, das ist Fett. Ja. Ja, also da brät Vorsicht, dass er nicht auseinanderreißt. Ah, Entschuldigung. Das ist ein bisschen empfindlich. Schön, dass wir mal sprechen können. Der zieht jetzt einfach in der Brühe mit ein bisschen Pfefferkörnern, Lorbeer, etwas abgeschmeckt. Und den zweiten hier, den habe ich hier ein bisschen eingestochen und gebe den jetzt dazu. Ja. Ach, der geht auch. Das heißt, den können wir auch noch essen, oder braucht der länger? Ja, ich möchte ja für die Zuschauer auch was machen. Ja. Ich habe extra zwei. Die freuen sich schon richtig auf deinen Schweinefuß. Die können es gar nicht abwarten. Ihr werdet wirklich gut. Ja. Es ist ja auch. Ich glaube dir das ja aufs Wort. Aber noch nicht so richtig. Ja, siehst du, das wird gleich alles anders. Warten wir es einfach mal ab. Okay. Ich muss sagen, wirklich als Tipp nur für den Schweinefuß. Ich muss das selber. Den musst du nichts mehr tippen, der hat es hinter sich. Nee, aber ich muss das wirklich mal machen, diese Drecksdinger auszulösen. Das ist eine Mörderarbeit, viel zu kompliziert. Und das Endergebnis, gerade am Anfang, wenn man es nicht kann, ist extrem frustrierend. Da kann man wirklich die dreifache Menge machen, bis man ein Schwein. Da hast du auch sofort Löcher drin. Das ist wirklich brutal. Das heißt, da ist wirklich mal so ein Produkt, das man auf alle Fälle fertig kaufen sollte, sich nicht die Mühe machen und dann eher über die Beilagen, wie Cornelia das auch macht, dem Gericht über Beilagen wirklich zur Wirkung zu verhelfen. Ja, das ist das Aus- und Ablösen, das ist dann nachher echt schwer. Das ist eine Schweinearbeit. Ja. Also das jetzt nicht, weil das ist ja schon gefüllt. Ja. Aber man muss sich vorstellen, ein ganzer Fuß mit allem drum und dran wird ins Wasser gekocht, weich gekocht, dann kommt viel Gelatine. Mhm. Dann muss man vorsichtig wie so ein Arzt da den Knochen rauslösen. Dann ist eigentlich kein Fleisch drin, das heißt, man muss extra noch eine neue Farce machen. Mhm. Deshalb die Schweinebacke. Und das ist wirklich ein tolles Gericht. Es klingt widerlich. Ich meine, Füße mit Backe, fehlen noch Ohren. Ohr und Zunge. Da fehlen noch Ohren und Schwänzchen. Und dann sind wir aber wirklich komplett im Programm. Das Ding ist so delikat. Es ist so ein unglaublich einzigartiger Geschmack. Und ich rate es nur jedem auszuprobieren. Das ist wirklich toll. Ja, also die 34 Zuschauer hier bei uns, die können es ja gleich mal haben. Nur wir haben im Restaurant, weil ich habe das mal im Restaurant serviert, in der fertig gekauften Variante. Panieren, wie ein Schnitzel. Und dann sieht man schon gar nicht mehr, was drin ist. Dann sagt man, das ist eine Spezialität aus Italien. Wirklich traditionell. Man sagt gar nicht erst den Namen, man erfindet irgendwas oder sagt Zampone. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das übersetzen soll. Sie essen es und sie sagen, sie gehen wirklich mit Applaus nach Hause, weil das Ding ist toll. Okay, dann Moment. Wir machen das anders. Sag mal, gibt es bei dir heute diese legendären Zampone, dieses italienische, was sie immer zwischen den Jahren essen? Mhm. Nein, ich habe das auch mal gegessen. Ich kenne es paniert, aber wenn du es mal so machst, so was Gefülltes. Ich habe es auch schon mal paniert gegessen in einem sehr bekannten Hamburger Restaurant. Ja. Das ist auch irgendein Fernsehkoch. Ja, okay. Na, der ist ja legendär. Genau. Boah, lass uns das mal alle probieren. Mann. Zampone. Vielleicht ein paar Linsen dazu, oder? Zum Beispiel. Ja, schöne Idee. Und herzlich willkommen, Tim Melzer. Ja.
Tim macht zwar sozusagen den ersten Hauptgang, aber hat sich hier so ein bisschen an die Seite gestellt, weil er Angst hat, dass ihm nach überstandener Heilung mit seinen Füßchen mir wieder irgendeiner von euch rauftritt. Okay, reine Vorsichtsmaßnahme, aber es geht gut. Wunderbar, perfekt. Im Süden des Melzers sozusagen. Bei dir gibt es heute Sashimi vom Thunfisch mit Birnenmarinade und Garnelenbällchen. Mmh. Was ist das? Surimi. Bitte? Surimi. Zucchini? Entschuldigung, da bringst du was durcheinander. Surimi. 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 Ja, das ist Krebsfleisch. Ja, also im weitesten Sinne des Wortes Krebsfleisch. Ja. Nee, es ist gepresstes Fischeiweiß, das eingefärbt wird, leicht aromatisiert. Ist wirklich in Japan, also es klingt immer so schlimm, ist eigentlich ein preiswertes Produkt, wird aber auch in Japan guten Gewissens benutzt. Es ist einfach so wie bei uns. Wird nicht guten Gewissens benutzt, aber es wird bei uns benutzt für Stäbchen. Also da ist halt, da wurde schon ein bisschen dran rumgewerkelt. So ein bisschen Press und genau, da wurde das ein bisschen ist gepresst. Und die Farbe soll nur vorgaukeln, dass es Krebsfleisch ist, weil der Geschmack leicht dran erinnert. Hat einen ganz leichten, süßlichen, garneligenartigen Geschmack oder krebsartigen Geschmack. Okay. Sashimi, ich habe gedacht, Hauptgang, Silvester. Ich habe ja mehr Lust, als die ganze Zeit nur in der Küche dumm rumzustehen. Und ich will feiern, ich will Bleigießen, ich will Berliner oder halt das ganze Vollprogramm machen. Das hat eine kalte einen kalten Hauptgang. Mhm. Ein Gericht, das ich nur auf Verdacht koche. Ich habe das... Es sind noch andere Köche da. Ja, Er hat gerade erst angefangen. Oh. Das Endstück mag ich auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das fällt mir gerade ein, dass ja der Herr Lichter mit diesem Grundprodukt einen wunderbaren Preis verliehen bekommen hat, oder nicht? War das nicht so? Herr Lichter hat in diesem Jahr den einzigen Preis, glaube ich, den du jemals gewonnen hast. Oh. Nein, das war böse. Die Spitzen müssen erlaubt sein. Hat die, wie heißt sie, saure Gurke bekommen? Nee, die saure Gurke. Die saure Gurke. Die saure Gurke ist ein Mediapreis für die frauenfeindlichste Bemerkung im deutschen Fernsehen. Unser Preisträger. Unser Herr Lichter. Mit Marzipan. Ich kann auch dann erklären. Also wegen der Äußerung, weil ich einer Dame gesagt habe, sie sieht aus wie ein Marzipan gefülltes Nougat-Pralinchen. Und wer darüber beleidigt ist, also ich weiß nicht. Wäre das für mich ein Kompliment jetzt, ohne Scherz. Eben, also hätte ich gesagt, Trockenpflaume in Schokolade. Dann wäre ich beleidigt. Ich glaube, der Einzige, der den Titel zweimal kriegt. Sie hörten den Preisträger 2007 und 2008. Titelverteidiger. Ja, Titelverteidiger. So kommt Sashimi. So, was wollte ich sagen? Runfisch, also weil ich keine stehen, machen wir Sashimi. Zu Hause. Warum ist der so verpackt? Weil ich finde, zu Hause haben die meisten das Problem, kein scharfes Messer. Thunfisch, wunderbarer Fisch, gerade weil er nicht so fischig schmeckt. Einfach in kleine Portionen schon mal schneiden, in Klarsichtfolie wickeln und kurz anfrieren. Dann lässt er sich wirklich mit der stumpfesten Plörre wirklich in dünne, dünne Scheiben schneiden. Und das ist das Besondere am Sashimi. Dazu, ist das eine besondere Qualität? Sushi-Qualität, sagt man. Das ist dann frei von Fasern, von Sehnen, von Ähnlichem. Das ist dann wirklich das pure, grellrote Thunfischfleisch. Funktioniert mit jedem anderen Fisch auch. Bei Thunfisch haben die Leute weniger Zugangsschwierigkeiten. Ah, okay. Jetzt hast du gesagt, sowohl hier als auch hier, das ist Fisch, aber es schmeckt nicht so nach Fisch. Das ist dir so ein paar, da musst du kein Fisch essen, wenn es nicht nach Fisch schmecken soll. Ja, bei dem vielleicht mal eine leckere Bulette oder bei so. Bei dem noch nicht. Bei schmeckt dem, auch nicht nach Fisch. Aber das ist ja das Angenehme gerade. Das ist gerade Silvester, wenn man Leute einlädt und man will ja auch nicht immer nur Fleisch, 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 Fleisch oder nur Gemüse haben, sondern auch was Fischiges dazwischen. Fleisch, wenn Sie für 10 Leute kochen, fragen Sie 10 Leute, was mögen Sie gerne. Da werden mindestens 3 sagen, Fisch ist nicht so mein Ding, roher Fisch schon mal gar nicht. Ja. Thunfisch ist eine relativ sichere Bank. Geht immer. Geht immer. Und das ist aber noch nicht angefroren? Nee, das mache ich jetzt gleich. Machst du gleich. Lass mich nur beim Schneiden dabei sein. Nur ganz kurz zu dem Sud. Die Brühe, mit dem wir den Thunfisch umgießen werden, sind praktisch, ist jetzt Wasser mit geriebener Birne, einer Ingwerknolle, ein bisschen Knoblauch, das koche ich auf, salzig und schmeckt das nachher noch so ein bisschen asiatisch ab. Eine Marinade. Ja, aber die wird auch mit serviert. Okay, alles klar. Ein Dressing eher. Und Garnelenbällchen? Ja, das mache ich aus dem Surimi. Da komme ich später drauf. Lass mal die anderen zu Wort kommen. Alles klar. Oh, hat ja schon Beschwerden gegeben. Ja. Mein Enzymhaushalt. Was ich noch sagen wollte. Herzlich willkommen, Alexander Herrmann. Lass mal vorne. So viel Zeit muss sein. Darf ich? Ja. Also, das ist ja jetzt auch keine Schnittart hier in der Gröbe, die für das Gericht ist, sondern das ist eine gute Ananas. Ja, das habe ich mir Enzymhaushalt zurechtgeschnitten, weil eigentlich muss man sie so schneiden. Mhm. Und die ist jetzt hier zum Essen gedacht. Mhm. Flugananas. Flugananas, das tut mir leid. Ananas reift nicht nach. Ja. Also musst du die quasi auf der Höhepunkt ihrer Reife musst du überbringen. Also die werden geflogen. Also was hast Bananen werden geschifft. Jetzt sage ich erstmal, was es bei dir gibt, damit wir dann fragen können, was du da hinten schon im Ofen hast. Bei Alexander Herrmann gibt es heute gespicktes Kalbsfilet, flambierte Ananas und Chili-Gemüse. Ja.
Wir kriegen hier noch Kamerabesuch. Guck mal. Wie ist das denn gespickt? Das zeige ich da gleich vorne. Ich habe nämlich noch ein Stück aufgehoben. Ja. Also. Hast du das kurz angebraten? Kleine Tasche reingeschnitten, dann kommt da ein Basilikumblatt rein und dann anbraten mit Salz und Pfeffer. Und unten drunter habe ich noch Basilikumstiele hin. So ein Beet sozusagen. So richtig, ja, dass da richtig was hin ist. Und obendrauf richtig Knoblauch. Und das habe ich jetzt bei 85 Grad drin. Mensch. Nee, das kannst du auch, und das ist ja gerade schön an Silvester, im Grunde hat man ja keine Zeit. Ja. Ja. Man möchte dann in der Küche stehen, das kannst du dann vorbraten, ja. Gibst bei 85 Grad rein. Aber manchmal, wenn du guckst, wer im Wohnzimmer sitzt, willst du doch in der Küche stehen. Also. Ja, aber bei Silvester kannst du ja selber einladen. Ne? Ja, das ist okay. Ja. Okay. Und ich habe jetzt hier, schau, da guck mal. Das ist also so ein schönes Kerzenständer. Ich finde, das sieht wahnsinnig, das ist richtig, also wenn man, wenn es sowas gibt, so dass es schön aussehen kann, ich finde, wahnsinnig schmackhaft sieht das aus. Was gibt's hier? Langfilet mit Kaffeegewürz. Mm. Gut. Oh, sehr gut. Das wird lang dauern, aber jetzt kommt's. Ja? Sehr gut. Ja. Dann gibt es doch mal zwei, drei, nur so ein Stückchen ins Publikum. Das hier. Wollen Sie einmal ganz kurz ein Stück Lammfilet? Ja? Unten, erste Reihe rechts, die Damen. Kaffeegewürz, Alfons Brinks. Jetzt das hier. Also, gespieltes Kalbfilet haben wir schon Tasche reinschneiden. Also, Tasche reinschneiden. Ja. So richtig, wirklich ganz in die Mitte rein. Ja. Und jetzt Basilikumblatt gut zusammenfalten. Ja, so richtig. Und dann reinstecken. So, das war's schon. Basilikum ist jetzt deine Geschmacksrichtung. Ja. Ihr könnt auch was anderes nehmen. Ja, also solltest halt was nehmen. Wenn du jetzt so einen Rosmarin nimmst, ich finde, der beißt dich dann schlecht. Petersilie hat zu wenig Geschmack. Estragon geht auch. Salbei? So. Ja, ist aber zu für das arme Kalb, der Salbei. Zu Hustensaft. Macht's platt, ja. Ja, okay. Okay, dann schmeckt es eher wie Medizin. Dann machst du flambierte Ananas. Nämlich womit? Also flambiert womit? Ja, also das ist jetzt rum. Und der hat über 80% Alkohol. Also hey. Normalerweise flambiere ich nur mit so 54-60%. Also ich habe Befürchtungen, es kann heute ein bisschen höher werden. Ja, gut. Also wir machen jetzt hier, das ist also für mich Premiere, mit einem ganz hochprozentigen Rum zu flambieren. Und wir sind ja passabel versichert. Also ja, das ist gut. Das wird schon gehen. Und Chili-Gemüse, was für eins? Also was für ein Gemüse? Ja, ich nehme jetzt Karotte, Lauch und ein bisschen von der Gurke. Das mache ich in so lange Streifen, so mit dem Schäler runter. Ach, das ist nur wie so Julienne-mäßig. Ja, genau, so ein bisschen Bandun. Also ich finde halt so, wenn du Silvester eingeladen hast, dann muss es unkompliziert sein, sprich, das Kalb hast du einfach im Ofen, drehst halt später ein bisschen hoch, dann ist es fertig. Und dann soll es ja schon ein bisschen spektakulär sein. Das heißt zum einen, dass das Gemüse ein bisschen andere Form hat, ein bisschen weg vom Alltäglichen. Ja. Und nachher, wenn es gut klappt, brennt dann quasi die Servierpfanne mit dieser Ananas. Und da kannst du dann den Böller wahrscheinlich dann noch anzünden dran. Dann kommt das technische Hilfswerk und so weiter und so fort. Und das machst du in so ganz dünne Streifen, dass es gerade nur zwei, drei Minuten in der Pfanne braucht, oder wie? Ich blanchiere es vorher. Also Gründe jetzt, wenn wir hier jetzt das als Beispiel exemplarisch an der Karotte macht. Gut, eine Karotte schälen, das will man noch hinbringen. Genau, und jetzt machen wir einfach weiter. Und diese Streifen, die schauen wir dann, wenn du sie noch kurz blanchierst im kochenden Wasser, wirkt das ja wie so eine orange Bandnudel. Ne? Legst du sie raus aufs Eis dann nochmal? Oder ist das doch, damit es die Farbe hält? Ja. Ja, okay. Und dann aber nur nochmal. Und dann einmal noch anschwenken und da kommt dann ordentlich Chili rein. Und da kannst du es natürlich auch überlegen, wenn die Party jetzt ein bisschen fad ist. Du hast ein bisschen mehr rein, dann ging es vielleicht auch schneller heim, weil es schon brennt, weiß man nicht. Ja. Oder kriegst du nochmal Schwung. Wenn sie nochmal ein kleines Glas mehr trinken sollen, dann ist es auch gut, ein bisschen mehr Chili drin zu haben. Du kannst also die Stimmung des Abends mit dem Chili nochmal dosieren. Mit dem Essen beeinflussen. Schön, dass du hier bist. So, dann haben wir alle vorgestellt. Ja. Mensch. Ja. Und ich denke noch komisch, heute ist einer weniger, aber nein, Horst Lichter ist uns natürlich genauso herzlich willkommen. Ja, danke. Kleiner Scherz. Ja. Heute Morgen Clown gefrühstückt, ist jetzt raus. Ja. So. Ich dachte schon. Ach, bei dir gibt es was ganz Leichtes, ein Marzipan-Bananendessert. Ja. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, gerade Silvester muss man was machen, was, also wie er schon sagte, mein Vorredner möchte mich anschließen, keine Arbeit macht. Und möglichst die Sünden von Weihnachten wegputzt. Mhm. Ja, das heißt, hier ist noch mal so viel drin wie komplett Weihnachten an Kalorien. Ich habe hier auch schon mal so ein bisschen was vorbereitet, wobei ich schon viel Gelächter geerntet habe von den Kollegen über dieses traumhafte Stück Marzipan hier. Ja, was sind das, 300 Gramm? Aber wir jetzt schon haben, ne? Ja, gut, 400-500 Gramm. Ja. So. Er redet mehr über die Form anstatt über das Gewicht, der Kerl. Ist übrigens selbst gemacht hier in Hamburg von einer traumhaften, wie heißt das nochmal? Alfons Confiserie? Also die mit dem Süßkram. So, die machen das selber. So, und ich habe hier
Bananenchen schön geschnitten. Jetzt wird das erstmal so gestiffelt. Bananen, Marzipan. Und dann kommen noch so ein paar Kleinigkeiten dabei, die der Figur richtig gut tun. Da teile ich so ein paar Walnüsse drüber. Ja. Das war eben das Knallen mit der Pfanne. Da habe ich die ein bisschen kleiner gehauen. Ein bisschen Orangensaft, weil die müssen im Backofen gleich in dieser Alufolie garen. Dann kommt da so ein bisschen Orangenlikör drüber, damit man die Banane nicht so schmeckt. Ja, ich mag keine Bananen. So. Weil das Marzipan sowieso schon relativ, also er trägt ja nicht auf. Deswegen tun wir da ein bisschen Puderzucker drüber. Dann verbindet sich auch wieder der Alkohol. Der bleibt dann so ein bisschen fest. Vor allen Dingen ist das schön, wenn man dann die Oma mal wieder zu Besuch hat auf Silvester. Die ist relativ früh im Bett. Ja. Der kann man dann nachher sagen, war übrigens schön, Oma, ne? Du hast noch mitgemacht bis Ende. So. So. Und dann kommen noch ein paar Orangenfilets drauf, weil ich möchte auch noch mit frischen Früchten arbeiten. Hast du die selber geschnitten? Die habe ich selber geschnitten, ja. Aber, ne? Ja, ich lerne. Also, Alfons. So, und jetzt geht der Ganze in den Backofen bei 185 Grad. Und du sitzt eine Dreiviertelstunde rum? Ich setze mich weit hin und guck zu, was okay. Die anderen machen. Sehr schön, wunderbar. Horst, gut, dich hier zu haben. Und hier gibt's schon, hier wird schon gelinst. Ja. Curryschaum. Ja. Ah, Currysuppe. Ja. Sag mal gerade die Basis, wie hast du die Suppe gemacht? Wir haben 3/4 Liter Geflügelbrühe genommen und 1/4 Liter Sahne. Ja. Und das Ganze abgeschmeckt dann noch. Abgeschmeckt mit ein bisschen Curry und habe den Curry nicht länger wie 10 Minuten kochen lassen, damit er seine Persönlichkeit behält, damit der Geschmack nicht weggeht. Und jetzt gebe ich einfach von diesem Lammfilet hier ein bisschen was drauf. Ja, hast dann kurz aufgeschäumt sicherlich, ne? Ganz genau. Ein bisschen Butter habe ich noch reingegeben, nicht viel. Ja. Und jetzt gebe ich da. Und dann nimmst du so von oben eigentlich das. Genau, also so ein bisschen, sagen wir mal, so 50-50 machen wir das. Ja. Wir machen das mal so, Anna, bleib kurz hier. Alfons? Ja. Oh. Das ist für dich, das trinkst du bitte. Ist schon Zweifel. Auf dein Wohl. Ja? Ist schon Zweifel. Ja, geht schon los. So. Oh, das sieht aber gut aus. Guck mal hier, das ist so richtig, das ist so ein Fernsehgericht. Vielleicht, Volker, wenn du mit welcher auch immer da gut rankommst. Johannes? Bitte? Kriegt das Publikum nichts? Das Publikum kriegt heute nichts, bedauerlich. Nee. Oder würden Sie auch gern was trinken? Ja? Okay. Also, sagen wir so. Oh, das sieht stark aus. Den längsten Applaus dieser Sendung bisher hat es gegeben für die Vorfreude auf ein Getränk, ist nicht zu glauben. Okay, weil Sie so lieb geklatscht haben, würde ich sagen Champagner, den Sie dem Fernsehanwalt Tim Melzer zu verdanken haben. Ja? Also Gläschen Champagner, eins für alle, meine ich natürlich. Ne? Wir müssen ein bisschen sparen. Gibt es so bei Halbzeit der Sendung, wenn es Ihnen recht ist. Okay? Wir könnten schon anfangen. Jetzt, oh, guten Appetit. Ja. Zieht es gerade hinten, weil du gerade... Nein, alles gut. Okay, komm, dann einmal probieren hier. Ich will es nur richtig sagen... Wie hast du es genannt? Eine Currysuppe mit zweierlei Linsen und Lammfilet mit Kaffeegewürz. Haben Sie das gehabt, Kaffeegewürz? War das gut? Gut. Ja? Gut. Oh. Klingt ja nicht so begeistert. Ja, super. Klingt jetzt so lala. Ja. Schrei einmal, es war gut. Ja. Jetzt war es leise. Es war super. Ja, das wollt ihr hören. Los. Gut, komm, auf geht's. Horst und Alexander und Tim und Cornelia kommen zusammen und probieren. Kann ich hier was übernehmen derweil? Nein. Ja, einmal mixen bitte, dann kannst du dich selber schmutzig machen. Ja. So. Okay, ich schneide das ein bisschen auf noch. So. Zusätzlich. Ich habe nicht zugehört. Was war das? Was denn? Eine Currysuppe mit zweierlei Linsen und dann Lammfilet und Kaffeegewürz. Hört sich gut an. Tim, das machst du schön selbst nachher. Ich möchte aber hören, was der Herr Melzer dazu sagt. Brauchst du einen Löffel? So. Ja, ich brauche noch einen Löffel. Danke. Dankeschön. Horst, hast du schon? Nee, ich habe noch nicht. Ich komme. Hast du Stress mit deinem Marzipanbrot? Ich hab, brauchst du Hilfe? Ich durfte ja eben nicht ausreden, weißt du. Da kommt ja auch noch ein wunderbares... Das ist ja auch super, wenn man eigentlich gar kein Marzipanbrot mag. Stimmt. Oder? Dann kann man das gleich zum Silvester, ist es dann endgültig weg. Ja, das kann man aber gut lassen. Muss ja ein bisschen wärmer sein, gell? Was ist das? Er sagt, es könnte ein bisschen wärmer sein. Ach so. Ja, und der Schüssel kühlt das ein bisschen ab. Aber zweierlei, genau, zweierlei Linsen, Lammfilet, eine, sagen wir, Silvester-Kaltschale. Ja? Man muss dem Kind ja nur einen Namen geben. Sag mal was, Cornelia. Wenn man keine Linsen mag, kannst du bei der Bank einzahlen. Kriegst Kohlen drauf. Du, wenn man überlegt, dass jede Linse von Alfons 1 Euro wert ist, dann hast du hier schon eine Million liegen. Ja, die kannst du ein Ding abgucken sollen halt.
Also ich finde es gar nicht schlimm, dass es nicht so heiß ist. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich finde es gar nicht schlimm. Der Satz fing irgendwie komisch an. Ja. Das tut nicht weh, ne? Mach fertig. So, jetzt der Reiner. Ja, von den Reiner. Ich mag das sehr gerne, auch wenn es nicht ganz heiß ist. Aber das Na, du musst die Suppe hier probieren, vor mit Dorin. Post, was hast du? Vor mit Dorin im Löffel. Dorin. Also zum einen mag ich unheimlich gerne Linsen. Ja, da sind aber keine drin, aber gut. Aber nein, ich sollte nur die heiße Soße probieren. Die ist für uns. Die ist für uns, das Töpfchen ist für uns. Also wenn so eine Linsensuppe schon ausgesehen hätte in meiner Kindheit, wäre aus mir ein echter Koch geworden. Sehr lecker. Also ich finde es ausgesprochen lecker. Und die muss nicht wirklich heiß sein. Ja, das ist ja die Idee. Mit den Kasten immer richtig heiß machen. Kasten wird heiß machen. Also die Kombination ja von Curry und Lamm und Linse ist ja, ich möchte jetzt nicht sagen ein Klassiker, aber schon, kennt man schon. Finde ich, die Raffinesse macht eigentlich das Lamm mit diesem Kaffeegewürz aus. Das bringt das Ganze, das macht dem von dem Gewohnten, geht es weg von der Alltäglichkeit hin zum Besonderen, also durchaus Silvester servierbar. Ja. Gratulation, Tim. Ich glaube, jetzt tut sich mal wieder auf, warum ich so koche, wie ich koche und warum ich so rede, wie ich rede. Ich bin ja auch Mann der deutlichen Worte oder Kerlchen der deutlichen Worte. So, ich gehe schon mal weg. Ich habe noch Erfahrung vom letzten Mal, wo ich dann angefangen habe, was zu kritisieren. Und nachher ging mir gar nichts mehr zum Ende und ich stand echt blöde da. Weil voll und dann ist alles daneben gegangen, was ich gemacht habe. Wirklich so, wo ich sage, das nächste Mal hältst du die Schnauze. Nein, diesmal bei dieser Suppe. Sie ist raffiniert. Ich finde sie einen Ticken lahmarschig. Ich finde sie so ein Ticken. Nein, ich meine das nicht böse. Das ist, die ist wirklich raffiniert. Sie kitzelt. Also das muss ich dir sagen. Ich bin noch nicht zu Ende. Darfst du okay. gleich. Sie ist ein Ticken lahmarschig insofern, weil so eine Curry-Linse, ich brauche so ein bisschen Säure bei der Linse, damit sie noch ein bisschen mehr Gesicht kriegt. Curry finde ich okay, ist für die Farbe drin, aber nicht für den Geschmack. Raffiniert. Ich muss dir sagen, wenn du Säure gibst, hat mit Curry nichts zu tun. Der Curry hat seine eigene Persönlichkeit, den musst du leben lassen. Mhm. Und ich hätte es jetzt schärfer machen können, ich habe es mit Absicht nicht getan, weil das Lammfilet mit diesem Kaffeegewürz eine andere Wertigkeit kriegt. Und für mich war die Linsensuppe nur ein Begleiter. Den Hauptpunkt habe ich auf das Lammfilet mit dem Kaffeegewürz gelegt. Die Linsen, ich hätte auch was anderes reingegeben. Ich hätte einen Wirsching reingeben können oder irgendwas anderes. Wäre vielleicht besser und gewesen. Und diese, nein, ist nicht besser. Ich meine, das ist ja schön über Essen und Trinken. Ich rede über besser. Persönlichen Geschmack, nicht über Technik, nicht über irgendwas anderes. Ich finde das Lamm mit dem Kaffee, das ist richtig spannend. Die Linsensuppe mit Curry finde ich okay. Das ist was für alte Leute. Also, jeder kocht ja in seiner Generation. Es geht nicht um Recht, es geht überhaupt nicht um Recht, es geht null um Recht haben. Es geht nur darum zu sagen, hey, wenn ich das kriegen würde, würde ich sagen, ja, spannend, aber ich könnte mich 10 Minuten später nicht mehr daran erinnern. Du möchtest Folgendes sagen, wenn du halt an diskutieren über Essen und Trinken wirklich Spaß, wenn du, hier habe ich einen gleichwertigen wenn du Gegner. Heute an Silvester ein Menü machst und du haust gleich am Anfang so rein, dann bist du weg. Sondern du musst dich an Silvester immer ein bisschen steigern. Und hinten aus kannst du ruhig mit der Schärfe noch besser kommen. Wenn ich vorne jetzt rein mit der Schärfe ganz extrem gehe, bist du für die nächsten Gänge bist du weg. Da hast du recht. Und deswegen habe ich mir gedacht, fange ich leicht an, weil du natürlich auch noch jetzt richtig wuchtig rein. Auch noch eine Chance der haben. Hat eine Chance, das darfst du mir glauben. Ja. Deswegen bin ich da leicht reingegangen. Da, okay. Da hat er was Klares gesagt. Da hat Alfons wirklich absolut recht, dass wenn man in einer Menüfolge wirklich zu stark einsteigt, finde ich wirklich, also richtig, ich habe es nicht so gesehen, ich habe es jetzt als Einzelgericht beurteilt, da finde ich es schlapp. Also nicht schlapp, du weißt, was ich meine. Deshalb, weil er in der Mitte steht. Und genau, da fällt mir die Frechheit. Aber in der Menüabfolge, auf was gleich noch auf uns zukommt, ist das genau wichtig. Ja? Vorhin kriegen wir nachher von Horst Dessert nichts mehr mit. Nein, das ist schon Granate. Nein. Okay, doch, super. Der ist schön, aber ich würde sagen, das passt schon. Ja. Das passt schon. Hat es dir geschmeckt? Mir hat das sehr lecker. Ich fand das Kaffeegewürz nicht so lang. Ich wollte nur sagen, dass der Schweinefuß von Poletto mir extrem lecker schmeckt. Ja. Schon mal vorbauen. Ich finde das so toll, dass ihr heute Abend alle Rücksicht auf meinen Schweinefuß nehmt. Oh mein. Nur wegen meines Schweinefußes. Warte mal. Noch haben wir nicht probiert. Nur guck mal, gerade sagen, warte mal. Aber nicht probiert. Möchten Sie ein bisschen Lammfilet mit Kaffeegewürz, mit Linsensuppe, Curry-Geschichte? Ja? Da kann ich mal was sagen. Brauchst du noch zwei kleine Kaffee. Ja, okay. Ich finde meine Dinge. Ich hab da extra so ein Ding hergekriegt zur Suppe. Also ein kleines, sehr scharfes Messer. Ein Lichtpunkt. Ich hab da extra ein Tablett hergekriegt, mit Tassen. Ein Tablett mit Tassen.
Kommt bestimmt sofort. Irgendwie Tablett mit Kaffeetassen haben wir mal gehabt. Eins. Ach, da ist es. Wir haben schon. Alles klar. Super. Und das ist ja noch so ein edles. So was haben wir hier. Ja, klar. Ja? Nochmal heiß noch ein bisschen, oder? Ja, die Suppe machen wir jetzt heiß. Ja, okay. Dann können wir bei Cornelia mal ein bisschen genauer zuschauen. Und du bist schon fast soweit. Oh. Ja, ich bin. Was macht der Hasenfuß? Der Schweinefuß? Der Schweinefuß, das ist ja das Schöne. Den kann man ja ganz entspannt. Ja, ist schon gut. Ganz entspannt in der Brühe ziehen lassen. Da kommt es auch nicht auf eine Minute an. Ja. Na? So. Und dann habe ich hier die Linsen. Erst habe ich die Gemüse ein bisschen einfach in Olivenöl angeschwenkt. Mhm. Dann habe ich die Linsen, die hatte ich geschenkt bekommen, von Alfons dazugegeben. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen frische Kräuter, Thymian, Petersilie. Und dann habe ich mir so eine Trüffelvinaigrette gebastelt. Aus? Aus Trüffel, Schalotten. Aber nicht mit Trüffelöl? Nein, gar kein Trüffelöl. Nee, mag ich auch nicht. Bin ich beruhigt, ja. Und habe hier noch einen kleinen Trüffel mitgebracht. Wenn wir wollen, können wir gleich noch was drüber hübeln. Okay, bist du schon so weit? Oder also von mir aus soll ich? Nee, komm. Warte ruhig noch, warte. Hä? Ich habe so viel gelabert, ich bin noch nicht fertig danach. Ja, also du bist danach. Ich kann dir danach, sagen. Aber danach kann ich dir helfen. Siehst du? Ja. Ich muss nur die richtige... Ja, das ist doch so eine Platte, die Johann immer so gerne macht. Nee, ich habe das mit Romanier gemacht. Genau. Dann ist das schon wenigstens. Wenn das Essen nicht raffiniert ist, dann ist das die Platte. Bei dir läuft alles im Lack. Oh, guck mal, das sieht ja wirklich schön aus. Vielleicht kann man das noch mal ganz kurz, also blanchiert heißt wirklich ganz kurz ins kochende Wasser, ins Salzwasser in dem Fall. Und dann raus und hier in das kalte Wasser geworfen, ins Eiswasser, damit es die Farbe behält. Ja, das Eiswasser schreckt quasi ab, sprich unterbricht die Garung. Und wenn das weitergaren würde, also wenn es so lauwarm blasser wird, dann verliert es die Farbe. Das sind einfach die zarten Inhaltsstoffe im Grunde, kann man sagen, die ja eben beim Gemüse drin ist. Und sowohl Lauch als auch Gurke als auch Karotte hast du nur von außen weitergeschält. Ja, also beim Lauch habe ich halt in Streifen geschnitten. Und blanchieren tue ich das deshalb, weil die haben alle drei einen unterschiedlichen Garpunkt. Ja. Und wenn ich das jetzt vorgare, alle auf demselben Bisspunkt, dann brauche ich es nur einmal ansprechen und dann ist alles gleich. Okay, verstehe. Das heißt, so können wir jetzt da noch, das sieht man jetzt halt. Hm? Ja gut, aber die ist ja nicht gegart, sondern die war ja doch, einfach ganz kurz noch. Im Ernst? Ja. Aber die schmeckt ja. Ja, die das ist wirklich nur einmal rein und raus, dass die so vorher so ein bisschen zusammenfällt, weil dann kannst du das anschwenken. Okay, verstehe. So, nur zu, munter zu. So. Ja. Der wird können wir irgendwas helfen? Weich. Ja, du kannst den gerne rausnehmen, den Schwein. Ja, du kleine Schweinebacke. Ja, das wird ja ein ganz intimer Abend hier. Guck mal, ja, aber ob ich dafür der Richtige bin? Das muss man immer im Leben ausprobieren. Bitte? Ja, aber das ist mein erster Schweinefuß. Ja, deswegen. Wissen. Welcher ist denn der schon gerissen war? Der hintere. Sollen wir den mal nehmen? Nee, nehmen doch lieber den Hallen. Ja? Ja. Sag mal, und der war roh. Wir geben den einfach hier gleich aus Brett. Der war roh vorher? Nein, der war schon vorgegart. Also ein richtig, wie Tim gesagt hat, richtiges Fertigprodukt. Darf ich so? Ja. Was ist Alfons? Der Schweinefuß? Ach, guck mal, du hast die Krallen schon unterwegs verloren. Kannst du haben, Schatz. Sehne. So. Dann machen wir doch nichts, also ich sag jetzt mal so. Erstmal darf ich den mal kurz hier wegnehmen. Ja, klar. Einfach, weil das ein bisschen bei der Kameraarbeit stört. So. Das ist ja auch schön heiß. Ne? Also ich rufe dann, wenn ich hier rufe, ne, dann finde ich zum ersten Mal, dass es lecker aussieht. Ja, wenn du dich umdrehst, siehst du es ja nicht. Ja, hier. Ja. Wobei, na, es ist, also sagen wir, hier würde ich noch sagen, interessant. Ja. Also ist doch auch Kalbsbacken oder Ochsenschwanz oder ähnliches. Kalbsbacke wiederum, ja. Das ist wahnsinnig zart. Und das, was da wahnsinnig jetzt, zart. Genau das Gleiche passiert da auch gerade. Mhm. Jetzt musst du mir die Linsen noch mal wiederbringen, bitte. Ja, Linse. Ja. So, Horst, du bist genau richtig hier. Ja. So, jetzt stellen wir das wieder hier vorne hin. Soll ich festhalten? Ja, ich habe Angst, dass der Weg so weit ist. Nee, ich bleib ganz eng bei dir. Mhm. Obwohl das Glück so nah ist, ja? Ja. Guck mal, jetzt legen wir die kleinen Schweinchen. Was ist hier? Geht's gar nicht zu lachen. Nee, ist alles gut. Guck mal, das sieht doch jetzt wirklich lecker aus. So. Den darf man nicht sagen. Nee, den kann man nicht sagen. Nee, wir machen gerade über einen Witz, den erzählen wir Ihnen erst nächstes Jahr. Versauten Witz. Der ist nicht versaut, oder? Der ist alles. Lass uns einfach schnell über was anderes reden. So, an dem Witz ist alles dran. Also wenn ich sozusagen, wir feiern ja im 15. Januar 10 Jahre Talkshow.
Am 15. Januar? Ja, wenn ich aufhören möchte, dann sollte ich den Witz jetzt erzählen. Dann ist nicht mehr weit. Da habe ich übrigens Geburtstag. Am 15. Januar? Ja. Wirklich? Dann ist also dein 35. Geburtstag unser 10. Jubiläum? Das ist ja nicht auszuhalten. Ja, ja, ja. Das kommt ungefähr hin. So. Soll ich noch zwei nehmen? Und jetzt? Wollt ihr noch ein bisschen Trüffel? Unbedingt. Einfach darf so? Ich vielleicht nur Trüffel? Du darfst auch. Mach doch mal den Mund auf. Oh, du hast da heiße Dinger, ne? So. Löffel hab ich da, Löffel hab ich da. Erst machst du den Mund auf, dann kann ich dir so reinhobeln. Ah. Jetzt geht's los. Sieht aber schön aus. So, wir können probieren, wenn ihr möchtet. Jetzt geht's los. Puss, ist heiß. Ihr aber könnt probieren. Das Ding ist von unten heiß. Ja, Herr Alexander, bitte. Herr Schubeck. Oh. Ja, ja. Herr Melzer. Soll ich mir eine Gabel, Messer holen? Ja. So, pass auf, vielleicht tun wir das einfach weg hier. Mein Problem ist, Horst, stell mir das doch da einfach da drauf. Ja. Haben Sie dich getrüffelt hier? Die haben mich gerade getrüffelt, ja. Ich muss immer an deinem Marzipanbrot vorbei. Ach so, dann... Und nimm immer ein Stück nur. So, und jetzt gibt's lecker, lecker von Alfons Schubeck. Eine Currysuppe mit zweierlei Linsen und Lammfilet mit Kaffeegewürz. Sollen wir da essen oder hier? Hier, ne? Ja. So, jetzt auf geht's. Lena muss sie komplett probieren, Tim. Komm, Hocke. Ja, ich komme. Bin direkt wieder da. Ich muss noch was runterstellen. So. Oh, da brennt was. Komm schon. Komm schon. Das ist wirklich durch, ja? Jetzt muss ich meine Mädchen versorgen. Da wird nichts mehr. Das ist schon vorher. Das ist ja gepögelt. Einfach runter. Ich habe nur dabei. 200. Ja. Ach, ich habe eine schöne. Da hast du eine angenehme Würze fast, ne? Einfach runternehmen. Mhm. Nachbarin. Ja, habe ich noch nie gegessen. Ist gut. Hm? Geil. Ja? Macke. Tim steht drauf? Ich bin absoluter Fan vom Schwein. Also generell von so etwas kräftigen Sachen, die so einen leichten, veredelten Kick kriegen. Super. Ja. Also wirklich super. Alfons, hier wäre noch Schweinefuß auf Linsen. Hattest du schon? Nein. Komm her. Ich einmal benutzt, aber ich habe zum ersten Mal Schweinefuß gegessen und nicht zum letzten Mal. Mehr kann ich noch nicht sagen. Das sollte. Achso, das frittiert sein. Ja. Ist das so ein Kokoszeug? Nee, Panko. Panko. Asiatisches Panierbrot. Ah, das ist ein bisschen. Hast du Röllchen? Aus den Bällchen hast du Röllchen gemacht. Ganz genau. Okay. Hm? So, dann raus mit der Meinung. Also rein mit dem Schweinefuß und raus mit der Meinung. Also so Schweinefuß ist, glaube ich, wie Kalbskopf. Der entweder man mag es oder man mag es nicht. Ja. Aber natürlich mit dem Trüffel zusammen, ja, ist das das absolute Highlight. Das wertet unheimlich auf und passt wahnsinnig gut dazu. Man kann es aber auch notfalls weglassen. Wenn man den Trüffel. Den Schweinefuß. Ja. Den Schweinefuß. Den Schweinefuß weglassen und Trüffel. Ja. Ja. Du kannst da nichts verkehrt machen. Ja. Alfons? Wir schmecken die Linsen ganz gut. Ja. Gut, Trüffel brauchen wir gar nicht reden. Das müssen wir halt mögen, ja? Ja? Also wir mögen das ja. Ja, ja. Also kann man schon also, ich habe es zum ersten Mal gegessen. Ich kannte das nicht. Ich habe auch eher einen gewissen Respekt gehabt, nachdem ich wusste, was es ist. Aber das schmeckt, das kann man nochmal essen. Also panieren und rauspacken. Da sieht man es nicht, so, genau, ja. Mhm. Also ich sag mal so, hätte das auf einer Speisekarte gestanden, hätte ich es mir nicht bestellt. Warum? Nee, weil ich dann auch diesen nötigen Respekt hätte und würde sagen, nee, Schweinefuß, ich weiß es nicht so ganz genau, man sieht ja schon mal, wo die Tiere rumrasen und ja, die werden die Füße dann vielleicht lieber doch das obere Stück von dem Tier, aber es schmeckt sehr lecker mit den Linsen, aber das ist ganz ehrlich trotz alledem nicht mein Ding, das ist einfach toll, aber... Boah, so eine Blutwurst wäre mir lieber. Ja. Aber hey, die gange da gut. Hey, die geht auch gut. Die Blutwurst gange da gut. Ist an einem Stück Schwein abgefüllt, da möchtest du auch nicht wissen, wo es war. Ja, ja, aber das Problem ist, das war drinne. Ja, man sieht es nicht ja, so. Das war drinne, ja. Also wie ich schon gesagt habe, das ist Küche für, wie für mich gemacht. Da kann ich mich mit dem Arsch reinsetzen. Das ist aber nee, da waren doch, schon die Füße drin. Nein, das mag ich wirklich gerne. Das weil sowas vergleichsweise Einfaches, aber dann einfach, eben irgendwie gekriegt. Eindeutig, die Linsen fein, das ist der Geschmack. Und auch wird jeder das Fleisch probiert. Da ist ja nichts gegen einzuwenden. Nein, das ist nicht. Lecker. Ganz im Gegenteil, es schmeckt wirklich. Die Trüffel dazu, freue mich, dass ich die hier mal geboten bekomme. Und die auch wirklich mal schmecken, weil ich finde, es ist immer schwierig,
gute Trüffel hier in Deutschland zu kriegen. Aber das Gericht ist für mich, wenn ich das mal auf einer Karte sehe, sofort bestellen. Wie Schweinebacken, alles Geschmorte, alles Gebratene. Solche Gerichte würde ich sofort nehmen. Also, und ich würde es anders sagen, wenn ich es nicht so meinen würde. Ja, schon das wissen wir alle. Das wissen wir. Schon klar. Erkennen wir. Okay, ich mache ein bisschen was für die Zuschauer. Ja? So, jetzt hier, für Sie jetzt der Schweinefuß kommt jetzt genau, gleich. Jetzt geht's ja? los. Wer ist der Nächste? Man braucht den Schweinefuß ja gar nicht ins Publikum zu bringen. Weil? Der geht selbst. Der geht selbst, ich verstehe. Ich brauche noch so 2-3 Minuten. Frag über den Horst, was er da beim Dessert macht. Ja, ich will nur mal bei den Schnitteln zugucken, weil du gesagt hast, leicht angerührt. Darf ich anfassen? Ja, das war jetzt nicht ausreichend genug. Okay. Zu Hause geht es noch einfacher, aber wir haben hier scharfe Messer. Und das Schöne am Thunfisch ist diese tolle Konsistenz. Ja. Das ist wirklich wie Marzipan. Wenn du leicht reindrückst, fällt dagegen hauchdünn. Man kann fast wirklich durchgucken. Man sieht richtig, wie schön durchsichtig der ist. Ja. Und dann nachher wirklich mit der Marinade, dann hat man das leicht Süßliche vom Thunfisch, diese scharf säuerliche Marinade und nachher ein bisschen was Knuspriges. Das sind hier die Garnelenbälle, die sind ganz interessant. Das ist Schweinefleisch, eigentlich eine Leberwurst aus Schweinefleisch und Kokosnussmilch. Einfach nur püriert, mit Chili richtig schön scharf gemacht. Ja. Dann gehackte Garnelen, wo sind die? Die habe ich schon weggestellt. Ja, die stehen da hinten. Genau. Gehackte Garnelen und gehackte Surimi dazu. Ja. Das Ganze noch ein bisschen abgeschmeckt. Muss das nicht raus? Ja, geht. Abgeschmeckt mit ein bisschen Salz, die Masse kurz fest werden lassen und dann in Panko gewälzt. Panko ist ein Paniermehl. Das ist ein Stadtteil von Berlin erstmal. Das ist ein Paniermehl. Wenn Sie das mal kaufen können im Supermarkt, ruhig mal zugreifen. Das Gute an diesem Panierzeug ist, es behandelt das Weißbrot, das wird zweimal geröstet. Und selbst wenn Sie sich vorbereitet haben, es zieht kein Wasser. Beim Schnitzel hat man ja immer so das Problem bei allen Panierten. Man paniert die Sachen und muss sofort in die Pfanne loslegen. Das Zeug hält Ewigkeiten trocken und knusprig. Ja. Und wenn man es dann eben abdreht, ist es wunderbar. Das heißt, man könnte mit diesem Panko auch einen Schnitzel panieren. Wunderbar. Geschmacksmäßig identisch oder fast identisch. Ist halt ein bisschen grober in der Konsistenz. Ja, es löst sich nicht ganz so leicht, aber man hat das Knusprige auf jeden Fall. Okay. Kann ich nur empfehlen. Kleines Geld und funktioniert eigentlich immer. Panko. Und jetzt gibt es da Thunfisch-Sashimi, das hatten wir schon. Genau. Ich bin gleich da. Ja, lass dir Zeit. Ja, hier gibt es Hasenfuß. Und ein Ding ist immer besser. Was? Immer besser mit Dingen. Wo ist unser Tablett? Bitte wieder auspacken. Ja. Wir werden jetzt erstmal kurz die Probe aufs Exempel machen. Alexander, ich bin sofort bei dir. Ja. Hier ist das Tablett übrigens. Ah, wunderbar. Gutes Stück, ne? Leder. Nicht schlecht, aus Leder. Wir hatten die Currysuppe gehabt mit den zweierlei Linsen und dem Lammfilet mit Kaffee gewürzt. Wer hat das gehabt? Und? Bitte? Ja, das Zeug, mehr von dem Zeug. Hat ihn geschmeckt? Hat uns sehr gut geschmeckt. Alfons? Super lecker. Ja, genau. Ich mache gerade die Gegenprobe. Ja. Currysuppe. Tim, Kompliment an Leute im Publikum. Das ist übrigens die Tochter von Alfons. Ja. Haben Sie auch gehabt? Nein, Sie nicht? Na gut, Sie auch nicht? Entschuldigung. Gut, wer hat es noch gehabt? Aber hier habe nur ihr da? Sie haben es, und? Gut. Ja? So, Sie haben es auch gehabt? Auch gut? Der Herr im blauen Hemd? Ah nein, Sie möchten davon, vom Schweinefuß. Na klar, dann. Kein Problem, nehmen Sie mal Schweinefuß. Alle da oben hier, dann kann ich ja auch hier unten bleiben, ne? Und war gut? Kritik hier. Das wurde vorher rausgenommen. Ja. Und dann rauftragen. Wo du zu der Dame gesagt hast, reichen Sie die Suppe weiter, dann hat die auf dem Weg das Lamm rausgenommen. Drei Stück. Sehr ohne Worte. Muss ich ehrlich sagen. Also das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. So. So. Ja. Horst, dein Marzipanbrot. Die Damen da oben. Alles gut mit deinem Marzipanbrot? Alles wunderbar, glaube ich. Oh, da wird schon eine Feige filetiert. Oh, ja, und dann gehen wir, würde ich sagen, zu Alexander Herrmann. Und schauen uns mal. Oh, jetzt bist du schon am. Wo drin wird das jetzt geschwenkt? Da habe ich jetzt nur ein bisschen Olivenöl unten drin. Ja. Ich möchte es quasi ziemlich trocken haben. Ja. Weil wenn ich nachher dann die Ananas brennend da drüber gieße. So wird es gemacht. Mhm. Und dann hoffe ich, dass es dann weiter brennt. Hätte ich da drin Flüssigkeit, verbindet sich das, dann brennt es nicht weiter und wird so rummig, dass das niemand essen kann. Das heißt, es ist sehr trocken. Und das Gemüse selber, wenn du es so probierst, ist ja in, sagen wir mal, saftig genug.
Ja, saftig. Und wird man jetzt noch die Geschmäcker rausschmecken einzeln? Wenn du drauf beißt, schon. Ja? Ja. Okay. Also. Sieht gut aus. Ne? Ja, das ist. Bist du schon so weit? Also, naja, ich könnte rein, theoretisch könnte ich schon so ziemlich. Ja? Ja. Also ich müsste nur einmal kurz alles noch mal richtig erhitzen. Ja, ja, nur die Ruhe. Sollen wir ihn vorziehen? Ich bin gespannt. Bei meins ist kalt. Bei Sushi ist sowieso egal, eben. Oder? Naja, komm dann. Ist das auch okay für die Röllchen hier? Ja, 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 ja. Komm, dann mach du doch. Okay, also. Ich bin aber auch, weil mir ist es gerade wurscht. Ich esse alles, wie es kommt. Ja? Dann mach ich mal. Oder? Ja? Alexander? Ja. Wie jetzt? Willst du? Also weißt du was, deins ist eh kalt. Ja. Ja, mach doch. Ja? Okay. Oh, shit. So, dann sag was, Tim. Ja, ich bin jetzt hier kurz beim Anrechnen. Die Marinade, wie gesagt, gekocht aus Birnen, Ingwer, Knoblauch, Thunfisch nur dünn aufgeschnitten. Jetzt die Marinade reichlich darüber, wie so ein schönes feistes Dressing. Die Garnelendinger ausgebacken. Wenn du mir einen Teller reichen könntest. Ja. Egal was für einen. Ja, so einen flachen. Tja, da haben wir hier nur so komische. Und jetzt den Thunfisch richtig schön in dieser Marinade. Geht sowas? Ja. Ertränken. Ich schneide den Ticken kleiner, damit die nicht zu scharf werden nachher. Mhm. Wie gesagt, das ist Schweinefleisch mit Garnelen. Ja, sieht so ein bisschen aus wie eine Farce, ne? Also ja. Ja, Leberwurst oder eine Farce, genau das gleiche. Ja. So. Dann kann ich den gleich jeder von einem nehmen. So. Sashimi vom Thunfisch mit Birnenmarinade und Garnelenbällchen. Genau. Jetzt haben wir noch was Grünes. Ja. Ich mache mal ein bisschen die rabiatere Variante. Ja, so. Muss gehen. Kresse. Das ist mein Thunfisch. Wer keine Kresse findet, kann jetzt hier auch Rucola nehmen. Es geht nur darum, dass jetzt hier noch so eine leichte Senfschärfe drin ist. Und die ist ja in diesen ganzen Kressegewächsen drin. Ja. Und das ist ein ganz simples Gericht, was ich mal so in der Art in einem Restaurant in New York serviert bekommen habe und seitdem wirklich nur abgöttisch liebe. Ja. Guten Appetit. Das ist vielen das herzlichen war's. Dank. Simpel, dann einfach. Kommt her. Und schmeckt wirklich fantastisch. Kinder, Essen ist fertig. Gabel reicht, oder? Ja. Mhm. Komm. Horst, Alexander. Alfonso Cornelia, viene qui. Auf geht's. Zusammenreisen. Tut mir leid. Was hast du, was ist denn? Wie du möchtest. Was ist da drin? Ernsthaft, jemand, der, der Vorschriften beim Essen macht, der tickt nicht sauber. Na, es gibt Restaurants, die nerven mich an. Da gehe ich hin und dann wird mir genau erklärt, in welcher Reihenfolge ich irgendwas zu mir in den Mund zu stecken habe. Und das finde ich dann wirklich so, Jungs, ich will nur essen. Ja? Ich will lecker essen. Was machst du immer? Du und will keine Kopfschmerzen kriegen, allein schon bei der Reihenfolge des Essens. Ja, Cornelia, macht's genau so? Nein. Nein. Okay. Salz? Ja. Das ist natürlich die Gefahr. Ja, selbstverständlich. Du bist die Expertin. Hm. Für Salz? Erzählen Sie ruhig weiter. Jetzt denk mal an, einfach, wir hatten jetzt gerade den feisten Schweinefuß. Das ist natürlich fies. Dicke Linsen, jetzt brauchen wir mal was Leichtes dazu. Du nimmst doch hier von dem Garnelenbällchen da. Die müsst ihr dazu nehmen, ne? Muss man, kann man die auch da. Kannst du? Du sollst nicht fragen. Mach. Ja, machen. Mach, was du willst. Bei Tim darf man jetzt machen. Wobei ich weiß, dass der Ralf Zacherl zum Beispiel immer sagt, von allem ein bisschen. Man muss das so ein bisschen hamburgermäßig essen. Es muss eigentlich von allem so ein bisschen was auf dem. Ne? Ja. Es ist Schweinefleisch mit Surimi und Garnelen einfach nur gehackt. Okay. Also ein Schweinefleischfarce mit Kokosnussmilch und dann Surimi gehackt und Garnelen gehackt in diese Bällchen rein. Magst du das Surimi-Zeug? Ja, ich liebe das. Okay. So ein Kindergeschmack, es ist so süßlich. Weißt du, es hat eigentlich keinen Geschmack, es ist nur süß. Cornelia fängt an, würde ich sagen. Ja, ich weiß. Wo sitzen denn bei oder den nicht Tieren denn die Flossen? Hm? Die ich fange gerne an. Sag mal. Also wenn wir über Alfons über langweilige Suppe sprechen, dann ist das für mich oberlangweilig. Ja? So. Also. Das ist so schön, ne? Das ist im Grunde wie in jeder guten Familie. Wir machen harmonische Weihnachten. Verabschieden uns aus dem Jahr. Alle. Man freut sich, wenn sie also, kommen, die Verwandten. Ich sag dir jetzt was, ja? Man wenn man die Marinade alleine probiert, man schmeckt die gut. Aber, aber für den Fisch zu schwach. Ist sie ein bisschen zu schwach. Aber die Marinade alleine ist gut. Mit dem Fisch kommt es nicht so rüber. Das schmeckt mir jetzt ganz gut. Wenn man sagt, ich könnte mir mehr Speed geben, also in deinem jungen, zarten Alter, würde ich da noch ein bisschen was reingeben. Ich, für mich reicht es an Speed. Eigentlich müsste es umgekehrt sein. Du, ich brauche Speed, nicht ihr. Hast du das probiert? Ja. Hast du das Bällchen auch probiert? Ja, die sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Und die Marinade ist auch nicht schlecht. Probier mal mit einem Löffel die Marinade. Ja, habe ich gerade. Die Marinade ist wirklich so, dass ich sagen würde, die könntest du trinken in der Früh, wenn es genau, so einen Muckgeruch hat. Genau, einfach so als Dip, weil diese Bällchen hier,
die sind einfach nur geil. Die sind richtig lecker. Ja, also die würde ich mir jetzt rund vorstellen können, gerade auf Silvester. Zwischen dem, wenn man irgendwann so granatenvoll ist, dass man mit Messer und Gabel nicht mehr umgehen kann. Da man einfach so ein Bällchen nimmt auf den Spieß und dann in diese Soße reinzoppt und dann sagt, so, das ist doch ein Glas. Ja. Ja. Das ist doch klasse. Okay, aber man kann es auch nüchtern essen. Ja. Erstmal. Ja. Alexander. Also ich bin halt was... Diese gebackene Krokette hier, die finde ich super, bis auf das Sarin. Krokette ist ein Reizwort. Ja, aber schau. Aber jetzt mal ganz ohne. Also, Bällchen können wir es ja nicht nennen. Ja, also und das ist für dich ein Reizwort? Ich habe die Krokette. Ja, nee, was ist für dich ein Reizwort? Ich mag dieses. Ach, das magst du nicht. Ich mag das. Aber ich kenne so die Fische davon. Gar nicht. Ja, nee, ja. Wo schwimmen die? Ja, die können ja gar nicht schwimmen, weißt du? Die liegen am Boden. Ja, die wachsen auch in der Folie auf. Ach, die haben Folie. Die ernähren sich von Fischstäbchen, ja. Deshalb haben sie auch die Form. Und jetzt mit dem Thunfisch, jetzt ist es so. Jetzt könnte ich natürlich sagen, es stimmt, die Marinade ist super, ist kräftig. Ich kann natürlich sagen, stimmt, der Thunfisch ist vielleicht noch ein bisschen lasch. Ich könnte aber jetzt andersrum sagen, ja, das ist ja zu früh, das muss man ja noch 5 bis 10 Minuten marinieren lassen. Ja. Dann ist es erst toll. Ja. Also das kann man sich eigentlich zu Hause selber raussuchen. Ja. Ja? Wenn es das ein bisschen drin liegen lässt, dann schmeckt der Fisch. Tim. Also bis jetzt würde ich sagen, Silvester doch komisch. Nein, also das Einzige, was ich dazu zu sagen habe, stimmt, also bedingt, in Anführungszeichen, ja. Ich habe extra, und das ist ganz komisch, weil ich habe es extra versucht, nicht zu kräftig zu machen, die Marinade. Und das ist kein Blödsinn jetzt, weil ich mir einfach nur überlegt habe, vom Thunfisch muss man noch so ein bisschen was mitbekommen. Man muss einen leichten Hauch, weil sonst kommt wieder der Spruch, dann brauchst du auch den Thunfisch nicht servieren. Den teuren Thunfisch. Und der ist wunderbar, und wenn du jetzt einfach den zu dir nimmst, nehmen wir es mal ganz ehrlich. Ja. Mit der Spitze der Kresse? Ja, aber dann denkt jetzt mal die Kresse weg. Und du nimmst die Marinade, dann ist die Marinade die Kresse, alleine die ist wirklich gut. Das ist in sich sehr stimmig, das ist leicht süßliche. Aber für den Fisch ist es noch zu wenig. Es fehlt Salz, also das, was sie gemacht hat, ja. Mhm. Naja. Fand die Kresse gut. Ernsthaft, das nächste Mal halte ich einfach meine Schnauze weg. Ja. Na, warum? Nein, war gut. Nein. Ich finde ja, wenn man wirklich einmal so kritisiert, ja, hundertmal besser, wenn man so toll. Verstehst du? Also das war jetzt einmal eine der wenigen Sendungen, wo wir alle einmal ein bisschen tiefer reingegangen sind. Und manchmal ist er... Wart's ab. Der Alexander schwitzt gerade ein bisschen. Ja. Weihnachten durften wir ja nicht. Weihnachten mussten wir alle noch lügen. Ja? Und jetzt dürfen jetzt wir endlich mal sagen, was habt ihr euch vorgenommen für 2008 immer die Wahrheit? Ja. Finde ich gar nicht schlecht. Das wird jetzt richtig lustig nächstes Jahr. Ich kann locker damit leben. Dann können wir aber alle nicht mehr kommen. Ja. Ich kann gut damit leben. So. Schweinefuß, Currysuppe, Sashimi haben wir gehabt. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, was das gespickte Kalbsfilet macht. Ich hol jetzt erstmal das Kalbsfilet aus dem Ofen. Ja? Also es ist ja alles schon fertig. Ja, dann hol es. Ja. Dann hungert halb sein. Ich brauche noch ein bisschen Temperatur bei der Pfanne, ne? Das ist wichtig. Was bitte? Ja. Was du machst, ist eine lässige Idee im Sommer. Wie im, ja? Im Sommer brauchst du so brauchst du nicht mehr. Also wie man mit anderen Zutaten. Ach so, okay. Aber so in der Folie, auf dem Grill und so. Ja, hat was. So. Du hast es jetzt fast eine Dreiviertelstunde drin gehabt. Ja, ne? Ja. Das ist gerade wurscht. Also ja, ich meine, es ist Kalbsfilet. Es ist kein, also, aber ja, ich habe es bei 80 Grad drin gehabt. Ich bin dann mal zwischenzeitlich auf 85 hoch und dann habe ich es runter bei 70 Grad drin gelassen, als es den Garpunkt hatte. Okay. Bist du sicher, das ist so rosa, wie du es haben wolltest? Nee. Ach so. Aber das werden wir jetzt dann nachher gleich sehen. Ja. Und ich finde, heute habe ich eh nichts mehr zu verlieren. Also, jetzt ist gerade wurscht. So. Ja, danke. Also wichtig ist jetzt, wenn man das eben, ich möchte es ja brennend servieren. Ne? Ja. Und das ist ja meine Herausforderung. Man muss ja, ich muss vielleicht auch einmal gestehen, dass so 90% aller Rezepte, die ich bei dir hier mache, sind immer Unikate. Ja? Weil dein Team ruft an und sagt, komm mal her, wir brauchen das und das Motto. Und ich meine, Silvester zu Hause habe ich noch nie gekocht. War immer auf der Arbeit. Also musst du was einfallen lassen. Bedeutet ergo, ist es auch für mich jetzt eine Silvester-Premiere. Gut. Und wie ist die Ausrede? Ja. Hättest du heute das Mick noch mal was kochst. Ja, aber dann wäre ich fertig. Also, das ist Problem. Also gut, jetzt schauen wir mal. Nochmal schnell, wie hast du die Ananas klein geschnitten? Das sehen wir ja. Und dann? Schalotten, Ananas, Olivenöl, Pfeffer, ein bisschen Salz. Kein Chili? Nee, der Chili ist hier drin. Das sind die roten. Ach, die roten Dinger. Okay, alles klar. Ja. Und einfach so langsam geschmort. Ja. Und da tun wir jetzt brauche ich erst das Feuerzeug. So, da tun wir jetzt mal hier. Ja, ich komme Feuerzeug, das ist gut. Tun wir jetzt hier mal einen kleinen Schuss rum rein.
Ja. 80%. So, Vorsicht. Nicht anmachen, ist der Alkohol weg. Also es geht. Und jetzt, pass auf. Jawohl. Indoor. Das nennt man Indoor-Feuerwerk. Indoor-Feuerwerk. Und deswegen diese warme Pfanne, dass das weiter brennt, weil das muss auch weiter brennen, da ist so viel Rum drin. Muss man da brauchst unter- du eigentlich gar nichts mehr dazu trinken. Da brauchst du keinen Schnaps mehr danach. Muss man das unterm Ding essen jetzt, ne? Naja, unterbrenne nicht, aber du kannst den Böller jetzt danach noch warm machen dazu. Bloß wenn ich ja probiere, ist der Schnäuzer weg. Ja. Das kann leicht sein. Ja, ja, doch. Das Vorsicht, nicht, dass also ich nehme jetzt hier mal ein. Ja. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich nehme jetzt hier mal so ein Kalb raus. Mhm. Das schneide ich mal so in Stücke. Wir könnten es auch vielleicht ein paar Tellerchen. Teller. Ja. Ja, das wäre gut. Und es hat sich hier bewährt. Es hat sich sogar noch gut gebaut, dass es rosa geworden ist. Kann ich? So. Angela. Ah. Sehr gut. So. Cheers. Das machen wir dann so in Stücke. Da machen wir uns jetzt erstmal einen Teller fertig. Das brennt immer noch, ne? Mhm, ja. Ich weiß auch nicht, wie lange das brennt. Genau. Sollte man vielleicht zu Hause noch mal kurz vorher ausprobieren? Einen Tag vorher. Ja. Mal schauen, ob dann die Wohnung auch gut versichert ist. Genau, nicht unterwegs. Also bei niedrigen Decken sollte man vielleicht auf einen anderen Rum zurückgreifen, der nicht ganz so viel Alkohol hat. Brennt dir fast auf dem Teller noch weiter, ne? Ich bin selber ganz fasziniert. Ja? Und jetzt hier noch ein bisschen was von der Ananas. Ganz wichtig für unsere Zuschauer, mit Bier geht das nicht. Ach, na ja, also ich würde sagen, zu der Uhrzeit schon. Wobei Ananas und Bier schon geht. Nee, ich meine zum Flambieren. Nee. Das meine ich. Also, Entschuldigung, ja, zum Flambieren wird es ein bisschen, da wird es problematisch. Also, meine sehr verehrten, hochgeschätzten Schleim Kritiker. Schleim komm. Ja. Kritiker. Horst, Tim, Alfons, auf geht's. Holst du mal Besteck? Ja. Tim? Alfons, ja, ich kann nicht schon. Bitte schön. Hm? Essen, ja, ja, klar. Gut. Was sagst du hier? Ich habe ja schon gesagt, die Kresse fand ich gut. Ach so. Also ich wollte es eigentlich erst später probieren. Nein, ich meine, er sagte, die ist nicht gut. Habt ihr alles schon? Und die war für mich nicht unwichtig. Und Sashimi ist lecker. Ich habe nicht mitbekommen, was ist das? Das ist ja da gefallen. Ananas. Ach, das war die Ananas. Das ist die Ananas. Hast du schon? Ja. Ja? Ja. So, wo ist das Toasterei? Und? Toasterei? Ja, stimmt. Wobei das Schwein ist nicht. Also das ist jetzt halb. Das ist ja die einzige, die Brand sich gestochen hat. Aber das brennt immer noch. Aha. Also im Sommer ist das schon, also Sommergericht für mich. Sommer. Sag, da kann man alles raus. Heute ist die, heute ist Tacheles TV. Ja. Ja. Ganz neu. Ja, das ist, fang jetzt an. Ja, fang mal an, ja. Du fängst an. Ja, ich kann auch, ich muss nur erst probieren. Na, fang halt, jetzt sagst du ja ganz normal. Ich verteile Essen. Ich finde, dass sie die Produkte gerade versuchen anzunähern. Oder? Lass erstmal die Anna. Bitte. Mir schmeckt es ein bisschen zu sehr nach dem Rum. Jetzt grad, aber ja, das ist ein Problem. Der muss jetzt raus. Das ist ein 80%iger, oder? Ja, sag ja, das. 80%iger Strohrum ist natürlich tödlich. Der tut halt weh, ne? Also da, sagen wir mal, wenn du jetzt ein Magengeschwür noch hast, kurz vor Silvester, ist weg. Ist weg. Weg. Ja. Schweinefuß ist weg. Wenn du ein Magengeschwür hast, ist jetzt weg. Wenn du ein Magengeschwür hast, ist weg. Ja, also damit hast du das. Vielleicht das dann auch erst nach Silvester. Ja. Ja, das kannst du auch länger stehen lassen. Das brennt ja noch ein bisschen. Das kannst du am nächsten Morgen noch essen. Ja. Also ich würde auf jeden Fall erst nach 12 essen. Weil? Also ich meine, gut, ich. Sag mal, so einen Mundgeruch hast du keine mehr noch hingelegt. Aber tagelang. Nein, also ich finde, also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, du holst ja immer so weit aus und du kannst ja so schön sprechen. Hochdeutsch. Ja, der braucht irgendwie, und hat er mehr Buchstaben als ich, weißt du? Das ist auch ganz komisch. Alexander, also erstmal finde ich wunderschön dieses Gemüse. Die Idee ist sensationell, wunderschön und das so klasse. Fleisch natürlich traumhaft lecker. Die Ananas sind so kleine Würfelchen, okay, musst du dran schreiben, dass Ananas war, aber sonst ist das wirklich toll. Das flambiert, sah richtig geil aus und ich mag auch mal ein Bierchen, ich mag auch mal ein Weinchen und das kann auch ein paar Cognacs und du weißt ja, wie das so ist, das ganze Gedöns, aber das ist mir zu heftig, ich schmecke das nicht mehr. Ich schmecke jetzt ganz ehrlich nur noch den Rum raus, auch beim Fleisch und das finde ich jetzt unheimlich schade, weil alles andere war so schön. Hätten mir besser den Rum gegeben und das andere war geil. Ja. Ja?
Ja, der Rum ist gut. Nein, sehr lecker, aber der Rum. Weißt du, das hätte ich machen können. Weißt du, wo du sagst, so kurz vorm finalen Ende setzt der Kerl sich hin. Ja? Und flampiert. Nee, und vergisst so, weiterzulaufen. Der weiß nicht, dass er noch nicht... Aber ne? Horst, ich muss dir sagen, du hast ja so schön, so weit ausgeholt. Ja. Also so viele Worte wusste ich gar nicht, dass du sprechen kannst. Ja, aber du würdest aber noch Kommas setzen. Nein. Nur mal einmal ganz... Einmal. Ich habe ja keine Kommas, das ist das Problem. Nur mal einmal ganz kurz. Da hinten habe ich zwei jungen Nachwuchsköchen das Essen gegeben, den beiden kleinen Jungs. Wie schmeckt denn das Essen? Wie gut? Das ist das beste Essen, was ich je hatte. Und Sie verwalten das Geld vom Tim, bis die 18 sind. Ja? Du, zu meiner Ehren. Du konntest jetzt die 100 Euro wieder zurückgeben. Zu meiner Ehrenrettung muss ich gestehen, ich habe Ihnen wirklich Geld versprochen, damit Sie das sagen. Dankeschön. Der Rum hat jetzt zu viel Prozent, oder? Ja, das ist 80. Also wenn du zu wenig Rum nimmst, dann brennst du immer weiter. Und hast dann einen 80-prozentigen, und da hatte ich vorher ja schon ein bisschen Panik davor, dann kann das durchaus sich ein bisschen negativ bei dem Gericht durchschlagen. Ja? So, aber ich sag mal, Also ich finde das Gericht, das ist vor allen Dingen raffiniert. Und zwar einfach in dem Sinne, weil die Vorspeise, Hauptgang und die Rumtopfrechte alles in einem Gericht serviert werden. So, okay, Alexander, jetzt sage ich noch was. Okay. Nur weil es munter drin sind, dachte ich. Ich mich ja als ahnungslos. Ich sage, ich bin kein Koch, ich bin hier, stehe hier nur daneben. Okay. Das fällt uns auch nicht mal auf. Entschuldigung. Ja, nee, was ist denn los heute? Nein, ich stehe daneben, manchmal sogar neben mir selbst. Das ist nochmal was anderes. Musst du für nichts dich entschuldigen. Ich freue mich auf nur Lester. Als Laie. Sehr gut, Fleisch. Sehr gut. Sehr lecker, diese Ananasgeschichte. Ganz niedlich, diese Gemüsenummer. Aber weißt du, was ich finde? Aber nur ganz. Ja, bitte. Ich finde, es passt nicht zusammen. Ja. Was jetzt? Mit den Flambierten oder alles? Ich weiß nicht, irgendwie für mich ist es... Ja, mein, aber nur, sind drei Gerichte. Ja, und ich mag alles. Aber ich mein, das Fleisch ist voll. Menü-Rumtopf ist das. Na ja, also... Also es gibt noch eine Ehrenrettung. Nein, weißt du? Ja, ich weiß schon, was... Ist alles lecker? Nein, also eine Ehrenrettung. Verstehst du, was ich... Ich meine, das Ganze ist gar nicht böse. 80% den Rum genommen. 80%. Ja, das ist brutal. Mit dem kannst du nicht kochen. Das kannst du keine Soße mit abschmecken. Das ist wirklich für Showfeuer. Einen richtig guten Rum dazu, der wirklich auch auf der Zunge mitgeht, der richtig Spaß macht. 80% ist wirklich nur zum Häuser anstecken oder alte Hose zu machen. Aber nicht zum Essen. Ein bisschen Gemüse, super. Wenn du das im Wok gemacht hättest, glaub, die Schnitzel, ganz schnell und zum Schluss am Spritzer nicht so starken Dinge, wäre das ein super Gericht. Ja. Weißt du, was ich meine? So im Wok ganz kurz geschnitzelt, zack. Aber ich bin auf Alex' Seite, ich mache auch lieber auf dicke Hose, bevor das Essen schmeckt. Beim Flambieren. Hm? Ja, das... Nein, ich mag das jetzt nicht probieren. So, weißt du... Ich hatte mein Erfolgserlebnis, das hat so schön gebrannt, ja. Das hat so schön deshalb gebrannt. Deshalb bist du hergekommen, ne? Und ich habe mir gedacht, das sah so schön in der Kamera aus. Da mir wurscht, was ihr sagt. Du kannst machen, was Dessert. So, und jetzt gibt's ein Dessert. Und ihr esst und zwar, kann ich mal ganz kurz, ich muss den Zettel noch mal haben. Weil ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt. Nee, aber ich sag dir ganz genau. Ein Marzipan. Ein Marzipan. Leck mich doch! Er weiß nicht mehr, wie es heißt. Also, alle tun. Ich finde, Horst ja, weiß nicht mehr, wie es heißt. Klingt auf Bayerisch noch besser. Horst, nimm mal, wie es Horst. Marzipan-Bananen-Dessert von Horst Lichter. So, jetzt aber, komm. Das wird jetzt der Abbringer. Pass mal auf. Okay, ich hab mal an hier. Ja, genau. Also, Tim macht es gerade nicht. Der nimmt nämlich alles auf einen Löffel. Das ist schon mal richtig. Ja. Ach, das ist auch noch Bananen. Ist das wirklich, hier vorne ist ja auch Cholesterin, ist das frei. Ein Anzeiger der Kleinen. Ja. Wenn ich das nehme, bevor ich einen 8000er besteige, dann habe ich oben nur 2000 Kalorien zu.
Dann läufst du aus Versehen zweimal hoch. Also das, ich finde, das Menü heute, ne, schaut alles toll aus, aber die Vorspeise war zur Fahrt. Ja, der Schweinsfuß muss man mögen. Ja, der Thunfisch, ja, wo war der Geschmack? Ja? Bei mir wird es besuchen beim Essen, aber wenn es das ist, das. Kochen Sie dieses Menü nicht nach. Na, gehen Sie an Silvester fort. Ja. Bleiben Sie nicht zu Hause, gehen Sie fort. Kochen Sie nicht unsere Idee. Ja. Na. Na, das ist der Hammer. Okay. Das kriegst du gerade geschluckt. Das geht doch nicht in die Blutbahn, das geht direkt in die Fettzellen. Weißt du? Damit sitzt du ein Leben lang weich. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, bitte nicht nachkochen. Also, so fängt's mal an. Wir bedanken uns bei Cornelia Poletto, bei Alfons Schubeck, bei Tim Melzer, Horst Lichter, bei Alexander Herrmann und bei unserem regionalen Pizzaservice, der uns jetzt einen schönen Abend hat. Jetzt kommt heute Nacht. Unsere nächste Talkshow gibt es am 15. Januar 2008. Dann feiern wir 10. Geburtstag mit unserer Sendung. Wer hätte das gedacht? Auf Ihr Wohl und danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Danke. Tschüss. Das neue Kochbuch zur Serie erhalten Sie im Handel und im ZDF Online-Shop.